Ganz herzlich willkommen zu unserer Abendveranstaltung. Es ist mir eine sehr große Freude, Henning Lobin, den wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, hier, ich würde jetzt fast sagen, bei uns in Gießen, das stimmt natürlich nicht so ganz, zu begrüßen. Meine Freude über Hennings Kommen, Henning Lobins Kommen, kann ich in mindestens drei Teilfreuden aufteilen. Erstens hat Henning Lobin ein sehr spannendes Buch vorgelegt, aus dem er heute Abend liest. Es heißt Sprachkampf, wie die neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert. Und das Buch greift verschiedene aktuelle Debatten und Kontroversen um Sprache auf, die gerade in der Öffentlichkeit zu teils auch sehr hitzigen Diskussionen geführt haben. Am prominentesten sind sicherlich die Debatten in jüngster Zeit mit Blick auf gendergerechte Sprache. Das Buch selbst, das können Sie zum Beispiel bei den Amazon-Rezensionen ganz gut nachverfolgen, hat seinerseits auch wiederum für Kontroversen gesorgt und teils sehr euphorische und teils auch hier wieder sehr hitzige Kommentare verursacht. Es ist aber vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit breit wahrgenommen worden. Zuletzt hat Henning Lubin im Spiegel ein Interview gegeben. Der Spiegel hatte anlässlich des Weltfrauentags im März eine Ausgabe mit dem Titel Dude in mit Gendersternchen dazwischen herausgegeben. Und dort wurde Henning Lubin zum Thema gendergerechte Sprache befragt unter dem Titel Ist das jetzt Sternchen Deutsch? Insofern stechen wir mit der heutigen Lesung in sehr aktuelle Fragen und vermutlich auch in ein paar Wespennester. Zweitens freut mich, dass Henning Lubin heute hier ist, weil das ZMI in diesem Jahr 20 Jahre Bestehen feiert. Und auch wenn die eigentlichen Feierlichkeiten erst im Herbst stattfinden, und zwar tun wir dies in Form einer ganzen Jubiläumswoche in der ersten Novemberwoche mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen jeden Tag, so kann man aber trotzdem die heutige Lesung so ein bisschen als Auftakt zum ZMI-Jubiläum verstehen. Denn, und damit bin ich dann auch schon beim dritten Punkt, Henning Lubin ist dem ZMI auf ganz spezifische Weise verbunden. Er war 2001 zusammen mit Klaus Leggewie Gründungsdirektor des ZMI und von 2007 bis 2016 geschäftsführender Direktor des Zentrums. Und in dieser Funktion habe ich ihn 2016 abgelöst, nachdem wir aber doch einige Jahre zusammen das ZMI in Gießen gerockt haben. Insofern ist meine Freude vor allem auch eine sehr persönliche heute Abend, dich hier zu begrüßen. Ja, und damit bin ich beim Rahmen der heutigen Veranstaltung. Neben Henning Lubin und mir, Katrin Lehnen, sehen Sie außerdem Jutta Hergenhahn in einer Kachel. Sie ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin des ZMI und sie ist von Hause aus Politikwissenschaftlerin und hat sich vor einigen Jahren zum Thema Geschlecht, Politik, Sprache promoviert. Die Arbeit ist auf Frankreich bezogen und arbeitet die Debatten stärker aus einer historischen Perspektive auf. Geht um die frühe Neuzeit. Und dadurch ergibt sich für heute, ich selbst bin nämlich Sprach- und Mediendidaktikerin, ein interdisziplinärer und vielleicht durch Jutta Hergenhahn, wenn man so will, auch ein internationaler Kontext. Das müssen wir mal schauen, ob das in der Diskussion eine Rolle spielt. Am ZMI selbst ist das Thema gut aufgehoben, weil wir eine Sektion Medien und Gender haben und mit Blick auf den Schwerpunkt gendergerechte Sprache verschiedene Forschungsaktivitäten unterhalten. Zuletzt hatten wir in der Sektion Educational Linguistics auch eine ganze Vortragsreihe zu dem Thema. Ich will das jetzt nicht alles auf gendergerechte Sprache sozusagen reduzieren. Es geht ja um unterschiedliche Sprachkämpfe, aber das ist so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, wo das ZMI selber auch aktiv ist. Zum Vorgehen. Henning Lubin wird jetzt gleich für etwa 45 Minuten aus seinem Buch lesen. Jutta Hergenhahn und ich werden dann in eine erste Diskussionsrunde mit Henning Lubin einsteigen und dann die Diskussion für Fragen des Publikums öffnen. Das funktioniert so, dass Sie jederzeit Fragen, Kommentare im Chat platzieren können und Jutta und ich versuchen bestmöglich Ihre Fragen dann an Henning Lubin weiterzuleiten. Und ich bitte Sie schon jetzt uns nachzusehen, es hängt so ein bisschen darauf an, wie viele Fragen und Kommentare kommen, dass wir nur einzelne Fragen dann weitergeben können und wir bemühen uns um eine ausgewogene Auswahl dieser Fragen.
Henning, bevor ich dir jetzt das Wort überlasse, möchte ich noch circa 4 Sätze zu deiner Person ergänzen. Den meisten bist du vermutlich aus dem Gießener Kontext längst bekannt, also den Kollegen und Kolleginnen, die heute Abend auch hier sind. Henning Lubin hatte bis 2018 in Gießen in der Germanistik die Professur für angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik inne. Und er war in seiner Zeit in Gießen auch Vizepräsident für Forschung an dieser Universität. Inzwischen ist er an der Universität Mannheim mit einer Professur für germanistische Linguistik und, wie erwähnt und vielleicht auch in der Hauptsache, ist er wissenschaftlicher Leiter des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Zugleich ist er als Experte Mitglied in unterschiedlichen Beiräten und Kuratorien. Es sind sehr, sehr viele. Ich zähle hier nur auf, unter anderem im Rat für deutsche Rechtschreibung. Auch das ist für den Sprachkampf immer nicht uninteressant. Seine zahlreichen Arbeits- und Forschungsschwerpunkte in der Computerlinguistik, der angewandten Sprachwissenschaft und der Wissenschaftskommunikation sind in sehr, sehr vielen unterschiedlichen einschlägigen Drittmittelprojekten bei der DFG, dem BMBF und auch der Thyssen-Stiftung aufgehoben und finden dort ihren Ausdruck und natürlich auch in ganz, ganz vielen entsprechenden Publikationen, in einschlägigen Büchern und Journals. Die zähle ich nicht auf. Ich möchte hier aber vor allem auch deine, wenn man das so sagen kann, andere Seite besonders erwähnen. Denn Henning Lubin hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die sich vermehrt an eine größere interessierte Öffentlichkeit richten und nicht mehr nur sozusagen einen innerwissenschaftlichen Zirkel adressieren. Darunter 2014 das Buch Engelbarts Traum, wie uns der Computer Lesen und Schreiben abnimmt. 2018 Digital und vernetzt, das neue Bild der Sprache. Und eben jetzt, 2021, das neue Buch im Duden Verlag Sprachkampf, aus dem wirst du heute lesen. Erwähnen möchte ich außerdem, dass Henning Lubin seit einigen Jahren einen eigenen Blog bei Psylox unterhält, die Engelbart-Galaxis. Sehr interessant, kann man einfach mal, ich wollte jetzt sagen, googeln, aber dann kommt man dahin und da äußert sich Henning Lubin sehr, sehr regelmäßig zu aktuellen Sprachthemen, kommentiert Phänomene, Entwicklungen und positioniert sich auch durchaus in bestimmten Debatten, so wie auch in dem Buch deutlich. Jetzt hast du das Wort, lieber Henning, und ich freue mich auf deine Lesung und die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Katrin. Ich freue mich sehr, ans ZMI, an die Justus-Liebig-Universität eingeladen zu sein, auf diese Weise und an meiner alten Alma Mater dann auch wieder sein zu dürfen am ZMI. Das ist ja tatsächlich auch für mich einen ganz besonderen Kristallisationspunkt, in den ganzen letzten Jahrzehnten auch dargestellt hat. Insofern freue ich mich sehr, dass ich eingeladen worden bin und wie ich sehe, hier auch so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich für das Thema interessieren, 55 an der Zahl. Das ist großartig. Ich grüße auch alle Sie zu Hause an den Bildschirmen zu dieser Lesung, die auch tatsächlich eine richtige Lesung sein soll und eben kein PowerPoint-Vortrag oder so etwas. Ich habe das tatsächlich aus dem Buch herausgenommen. Werde diese Textteile auch gleich miteinander verbunden hier lesen. Aber ich versuche dabei auch, das, was eigentlich inzwischen passiert ist, hier und da auch einzublenden. Denn das Buch ist im Dezember fertig geschrieben worden, im Wesentlichen ja im letzten Jahr geschrieben worden. Und seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Ich hatte eigentlich gedacht, zu dem Zeitpunkt, als das dann in den Satz und so weiter gegangen ist, Anfang Januar war das dann, glaube ich, dass das Thema irgendwie so ein bisschen zu einer Beruhigung kommen würde. Und es hat mindestens 2, 3 größere Anlässe gegeben, warum eigentlich aktuelle Sprachkämpfe in der Öffentlichkeit doch in einer Weise präsent sind momentan, wie man das vielleicht kaum jemals vorher gehabt hat. Jedenfalls nicht in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren. Das Buch Sprachkampf, das klingt so ein bisschen martialisch. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich eben dieses Bild von einem Kampf zur Grundlage genommen habe, zu beschreiben, was da abläuft. Ich habe nirgends in dem Buch gesagt Krieg, ja, Sprachkrieg oder so etwas. Ich habe auch nicht Armageddon gesagt, wie mir das die AfD in einer Pressemitteilung unterstellt hat. Der Duden ruft mit Henning Lubin das Armageddon um die deutsche Sprache aus. Das habe ich nirgends gesagt. Stattdessen versuche ich zu beschreiben, hier diese Auseinandersetzung, diese große sprachliche Kontroverse,
die sich vorwiegend in der Öffentlichkeit bezieht. Und ich habe dabei nicht die sprachlichen und linguistischen Kontroversen im Fach oder sagen wir mal im fachlich nahen Bereich der Öffentlichkeit beschrieben. Insofern ist es also weder ein linguistisches Buch noch ein linguistischer Vortrag oder eine linguistische Lesung, sondern es geht um Sprache und wie Sprache in der Öffentlichkeit eingesetzt wird, wie Sprachpolitik politisch genutzt wird, vielleicht instrumentalisiert wird, um damit ganz bestimmte Ziele zu erreichen. Ich bin in meiner Tätigkeit am Leibniz-Institut für deutsche Sprache seit jetzt knapp 3 Jahren sofort in diese Fragen hineingestoßen worden, kann man eigentlich sagen. Und ich möchte damit beginnen, das zu schildern, wie das gekommen ist. Ich werde jetzt im Weiteren immer so ein paar Teile aus den verschiedenen Kapiteln, damit Sie auch insgesamt eine Art Gesamteindruck aus dem Verlauf dieses Buches entnehmen. Darf ich dich einmal unterbrechen, ganz kurz? Ist das okay? Sollen wir uns wegschalten mit unserem Bildschirm? Ist das eher irritierend? Und sollen wir die ausschalten? Ich frage das so doof, weil ich mir jetzt vorher nicht klar gemacht habe, wie das... Also für mich ist es überhaupt nicht irritierend. Ihr könnt gerne bleiben. Ich schalte hier auf ein Manuskript um, aber das merkt ja niemand. Also es kann von mir aus gerne so bleiben. Okay. In Deutschland haben sprachpolitische Themen wieder Konjunktur und in diesem Buch dieses Buch befasst sich eben mit den politischen und gesellschaftlichen Kämpfen, die um diese Themen herum ausgefochten werden und wurden. Viele dieser Kämpfe flackern immer wieder auf und finden dabei ihren Weg in die Öffentlichkeit. Andere schwelen schon so lange vor sich hin, dass der 100-jährige Krieg vergleichsweise kurz dagegen erscheint. Zum Beispiel der Kampf um die Fremdwörter. Eine dieser Sprachschlachten, die sich gleich mit 2 Kampfthemen verbindet, kann ich als Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache an vorderster Linie miterleben. Und dies hat mich um eine verstörende Erfahrung reicher gemacht. Es war im Herbst 2018, als sich der Rat für deutsche Rechtschreibung, Katrin Lehnen hat den eben schon erwähnt, zu seiner 2. turnusmäßigen Sitzung in jenem Jahr in Passau zusammenfand. Die Geschäftsstelle des Rats ist an meinem Institut angesiedelt und ich selbst bin Mitglied der deutschen Delegation in diesem Gremium. Die insgesamt 40 Mitglieder werden aus den 7 Ländern und Regionen entsandt, in denen Deutsch als Amtssprache fungiert. Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein und die autonome Region Bozen, Südtirol in Italien. Alle anderen Länder sind als Ganze auch deutschsprachig offiziell, Bozen, Südtirol eben nur als autonome Region innerhalb von Italien. Der Rechtschreibrat hat die Aufgabe, das tatsächliche Rechtschreibverhalten im deutschsprachigen Raum zu verfolgen und gegebenenfalls das Regelwerk und das Wörterverzeichnis dem tatsächlichen Schreibgebrauch vorsichtig anzupassen. Auf der Tagesordnung stand ein Thema, zu dem von der Berliner Senatskanzlei um eine Entscheidung gebeten worden war, der Genderstern. Genau genommen drehte es sich um die Frage, ob der Gebrauch des Gendersterns einen Rechtschreibfehler darstellt und, falls ja, ob der Stern dann nicht als ein Wortzeichen im amtlichen Regelwerk berücksichtigt werden soll. Der am weitesten gehende Beschlussvorschlag bestand nun darin, den Genderstern in bestimmten Bereichen lediglich zu tolerieren, ihn also keineswegs als eine Schreibmöglichkeit in das Regelwerk aufzunehmen, der weitestgehende. Nach einer intensiven Diskussion, in der es auch um die seinerzeit noch sehr geringe Verbreitung dieser Schreibweise in einigen der im Rat vertretenen Länder ging, in Österreich zum Beispiel wurde zu dem Zeitpunkt noch erheblich mehr das Binnen-I verwendet, wurde der Beschluss gefasst, das Thema um einige Jahre zu vertagen, bis ein stabileres Gebrauchsmuster zu erkennen ist. Oder eben nicht. Wegen des großen Interesses der Öffentlichkeit an diesem Thema wurde dies nach Ende der Sitzung auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Man könnte meinen, dass die Nachricht einer unbestimmten Vertagung des Themas Genderstern keine besonders heftigen Reaktionen hervorrufen würde. In der Vermittlung durch die Medien war dies auch so. Und viele hielten die Zurückhaltung des Rats wegen der noch sehr eingeschränkten Datenlage für eine sinnvolle Herangehensweise an dieses heikle Thema. So dachte ich auch, bis ein Brief bei mir einging, mit dem meine Verstörung begann. Der Brief bezog sich auf meine Bemerkung bei der besagten Pressekonferenz. Sein Autor mit vollem Namen und Adresse unterzeichnet, äußert in einer wüsten Fäkalsprache Beleidigung,
spricht von meinem sinnentleerten Dasein, das ihm das Messer in der Tasche aufgehen lasse, Zitate, und das als letztes die Nationalsozialisten in dieser Weise in der Sprache herumdoktern wollten. Weitere Briefe gingen ein, oft Verlautbarungen der eigenen Meinung ohne Bezug zu dem, was wir als Anlass zu dieser Reaktion offenbar geboten hatten, zuweilen mit kaum verhüllten Drohungen versetzt und in manchen Fällen vollständig am Thema vorbeiführend. Zitat, da sie unsere Sprache und damit unser Gemeinwesen zerstören wollen, müssen wir ihnen den Kampf ansagen, hieß es in einem anderen Schreiben. Es sind nicht sehr viele derartige Briefe und Mails, die mir bei mir und anderen, die für den Rechtschreibrat in die Öffentlichkeit treten, eingegangen sind, weitaus weniger als das, was man von manchen Personen des öffentlichen Lebens hört. Eher muss man derartige Posteingänge wohl als einen unvermeidlichen Nebeneffekt dafür ansehen, dass sich ein Forschungsinstitut zur deutschen Sprache ganz unvermeidlich, gelegentlich auch in sprachpolitischer Hinsicht zu positionieren hat. Das werden wir übrigens morgen wieder sehen, weil nämlich die Programmbereichsleiterin Caroline Müller-Spitzer des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache gerade angefragt worden ist zu einer Stellungnahme in den Tagesthemen heute Abend, wo ein größerer Beitrag zum Gebrauch gendergerechter Sprache vorbereitet wird. Weiteres findet sich in den Kommentarbereichen zu Zeitungsartikeln, sofern diese nicht vor lauter Beleidigung und Beschimpfung blockiert wurden, in den Kommentarbereichen zu Blogbeiträgen oder in Rezensionen zu Büchern auf Amazon. Auch wenn all die hinter diesen Medienangeboten stehenden Unternehmen dazu verpflichtet sind, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz umzusetzen und eindeutig rechtswidrige Inhalte zu löschen, vermitteln die verbleibenden Schmähungen immer noch einen Eindruck von der Vehemenz der ausgetragenen Kämpfe. Das ist also ein Eindruck, den ich ziemlich sofort bei dieser Tätigkeit in Mannheim mit auf den Weg bekommen hatte, auch teilweise schon aufgrund von einzelnen anderen Dingen, die aus dem Blog, den Katrin Lehnen erwähnt hatte, hervorgegangen war. Und das ist jetzt eigentlich so ein kontinuierlicher Prozess, der auch mit diesem Buch zu tun hat. Das hat natürlich auch gewisse Wellen geschlagen, was sich hier gar nicht weiter großartig darstellen lässt. Und wo man wirklich sehen kann, Sprache ist in der Öffentlichkeit ein ganz, ganz aufgeladenes Thema. Es wird ein kontinuierlicher, symbolischer Kampf ganz offensichtlich um das Thema Sprache vollzogen, der momentan ganz besonders aufgeladen geführt wird. Er hat Tradition, es gibt eine ganze Reihe von Sprachschlachten und ich möchte exemplarisch drei davon darstellen. Zunächst den Kampf gegen Fremdwörter. Nachdem 1871 das Deutsche Kaiserreich als der erste deutsche Nationalstaat gegründet und die Grenzen des Landes gezogen waren, machten sich die Beschützer der deutschen Sprache daran, das deutsche Staatsgebiet auch sprachlich zu markieren. Mit dem Allgemeinen Deutschen Sprachverein, ADSV, wurde 1885 die schlagkräftigste Schlachtformation im Kampf gegen Fremdwörter aufgestellt. Von eher erfolglosen Ersetzungsversuchen wie Kleinling für Baby oder Rauchrolle für Zigarre abgesehen, war der Verein in vielen anderen Fällen höchst erfolgreich. Das ist gar nicht so bekannt. Etwa im Bereich des Postwesens, Absender, Umschlag oder Postlagern sind Erfindungen des Vereins, oder des Bahnverkehrs, zum Beispiel Abteil, Bahnsteig oder Fahrkarte. Nach frühen Erfolgen dieser Art nahm sich die nach Zehntausenden zählenden Mitglieder des Vereins einen Gegenstand nach dem anderen vor und kooperierten dabei auch mit Ministerien, Behörden und großen Unternehmen. Die akademische Germanistik verfolgte das Treiben des Vereins größtenteils mit Argwohn. Es herrschte gemäß dem Diktum von Jakob und Wilhelm Grimm die Auffassung, dass sich die Sprache frei entwickeln solle und keine, womöglich am Vorbild der Académie Française orientierte Sprachpflege zu betreiben sei. Es gab allerdings auch Ausnahmen. Mit dem berühmten Gießener Sprachhistoriker Otto Behagel schmückte man sich im Gesamtvorstand des ADSV. Ab 1933 waren dort der ebenfalls in Gießen lehrende Alfred Götze, NSDAP und SS-Mitglied, und der später im Nachkriegsdeutschland führende Sprachwissenschaftler Leo Weisgerber aktiv. Alfred Götze ist in Gießen ja dadurch bekannt geworden, dass er bei der endgültigen Auflösung der alten Ludovizianer 1946 dem Abtransport der Fachbibliothek der Germanistik beiwohnte, dabei einen Schlaganfall erlitt und verstarb.
Und diese Abholung der Bibliothek vollzog sich wo? In der Ludwigstraße 34, dem Sitz des ZMI. Nach 1945 konnte der Sprachverein als Gesellschaft für deutsche Sprache wieder auferstehen. Heute eine seriöse Vereinigung, die sogar einige halbstaatliche Aufgaben wahrnimmt. Der Sprachpurismus ist damit jedoch keineswegs zu einem Ende gelangt. Er hat vielmehr einen neuen Ausdruck und ein neues Ziel gefunden. Der Kampf gegen Fremdwörter ist ein Kampf, in dem es eigentlich keinen richtigen Gegner gibt. Vereine, die das Ziel haben, den Fremdwortgebrauch entschlossen zu fördern, wurden nie gegründet. Stattdessen wird gegen einen bestimmten Sprachgebrauch zu Felde gezogen, den man an einzelnen Personen, Personengruppen oder Institutionen festmachen kann. Diese schon vom ADSV praktizierte Herangehensweise erfährt seit 1997 eine Neuauflage im Verein Deutsche Sprache, VDS, der seinen Anfang in der Kritik am Gebrauch von Anglizismen in Medien und Öffentlichkeit genommen hat. Mit einem Anglizismenindex und der Vergabe von Schmähpreisen versucht der VDS heute in ähnlicher Weise wie seinerzeit der ADSV gegen die Verbreitung von Fremdwörtern vorzugehen. Ein anderes Thema ist das Thema, ein anderer Sprachkampf ist der, eine Sprachschlacht, Deutsch ins Grundgesetz. Auch ein weiteres Thema des VDS hat es mehrmals zu größerer öffentlicher Aufmerksamkeit gebracht, nachdem der Verein mit einer Initiative dazu in Erscheinung getreten war. Es geht darum, die deutsche Sprache als Staatssprache im Grundgesetz zu verankern. Konkretes Anliegen ist es, Artikel 22, in dem es in den ersten beiden Absätzen um die deutsche Hauptstadt und die Nationalflagge geht, um einen dritten Absatz mit folgendem Wortlaut zu erweitern. Die Sprache der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch. Der VDS brachte diese Forderung nach einer an den damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert gerichteten Unterschriftenaktion zunächst 2011 in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ein, wo es aufgrund einer Gegenpetition zu keinem Votum der Abgeordneten kam. 2016 legte auch die AfD ihr erstes Parteiprogramm vor, Grundsatzprogramm genannt, worin ein Bekenntnis zu Deutsch ins Grundgesetz abgelegt wird. Nach dem Wahlerfolg im Herbst 2017 war es dann auch einer der ersten Anträge der neu gebildeten AfD-Fraktion im März 2018, die Änderung von Artikel 22 des Grundgesetzes in den Bundestag einzubringen. In der Vorstellung des Antrags durch den AfD-Abgeordneten Stefan Brandner, den später wegen seiner ausfallenden Äußerungen abgewählten Vorsitzenden des Rechtsausschusses, ist von einer Überflutung mit Anglizismen die Rede und dass die deutsche Sprache, Zitat, in Gefahr sei aufgrund des Englischwahns in Wissenschaft und Wirtschaft. Brandner zitiert den VDS-Vorsitzenden Krämer mit dem Satz, nur Verlierer sprechen Englisch. Und auch ein Zusammenhang mit dem Thema Zuwanderung und Integration wird in Brandners Rede hergestellt. Der Antrag wird mit den Stimmen der anderen Fraktionen, auch denen der CDU, abgelehnt. Und das, obwohl die CDU 2016 einen Parteitagsbeschluss getroffen hat, nachdem sie ebenfalls sich für die Aufnahme des Deutschen ins Grundgesetz stark machen möchte. Weitere Sprachkämpfe, Sprachschlachten sind zum Beispiel die sprachliche Diskriminierung, die angebliche sprachliche Diskriminierung des Deutschen in der EU, die Rechtschreibreform natürlich von 1996 und das Ganze geht natürlich bis 2005 noch weiter, die Rolle des Dudens darin, politische Korrektheit in Anführungszeichen Gesetz, ich spreche meistens eher von sprachlichem Respekt oder Höflichkeit, auch angefeuert beispielsweise durch den Leitfaden der Berliner Senatsverwaltung, der im letzten Herbst herausgegeben worden ist. Und es gibt weitere Themen, die in etwas kleinerem Maße auch die Gemüter teilweise in Wallung versetzen. Periodisch kommt das immer wieder mal vor. Ein Thema wie Deutschpflicht auf dem Schulhof ist so eines. Deutsche Sprache in Wissenschaft und Wirtschaft. Aber auch das Thema Framing, auch ein eher linguistisches Thema natürlich, spielt da sicherlich eine Rolle. Leichte Sprache ist ein Thema, das auch häufig stark kritisiert wird, durchaus. Und in letzter Zeit, jetzt buchstäblich heute, zuletzt in den Medien, Fragestellungen wie die, ob nicht das Wort Rasse aus dem Grundgesetz getilgt werden soll, welchen Status es da hat und wie man damit umgehen soll, dass es einmalig in dem Grundgesetz auch erscheint.
Das dritte Beispiel, das ich allerdings etwas genauer betrachten möchte, ist das eben der geschlechtergerechten Sprache, geschlechtergerechtes Deutsch. Ich glaube nicht, dass in einem solchen akademischen Umfeld notwendig es ist, darzulegen, was da die Argumente pro und contra sind. Es gibt eine ganze Reihe linguistisch fundierter Argumente pro geschlechtergerechte Sprache. Es gibt auch einige Argumente dagegen, muss man sagen. Es ist eine linguistische Debatte, die man führen kann, die man führen muss und die auch in die Öffentlichkeit getragen worden ist. Das, was man in den großen Tageszeitungen lesen kann, sind ja meistens Verlautbarungen von Linguistikprofessorinnen und Professoren. Aber die Debatte hat sich inzwischen sehr stark davon gelöst. Und ich möchte jetzt kurz zunächst etwas dazu lesen, warum das Thema überhaupt in der Öffentlichkeit so präsent ist. Der Kampf um das geschlechtergerechte Deutsch hat aus mehreren Gründen in den letzten Jahren an Intensität gewonnen. Sicherlich wichtig, aber nicht ausschlaggebend war es dabei, dass sich auch die großen Tageszeitungen an der Debatte beteiligten. Es war aber besonders eine Buchveröffentlichung, die 2017 das Blut der Gegner geschlechtergerechter Sprache in Wallung versetzte. Der im Duden Verlag erschienene Ratgeber »Richtig gendern« von Gabriele Diewald und Anja Steinhauer. Wie man noch heute aus den Rezensionen auf Amazon zu diesem Buch ersehen kann, speist sich die Kritik aus einer Reihe von Missverständnissen. Die Missverständnisse beginnen vor allem dort, wo angenommen wird, dass durch den Namen Duden dieses Anliegen einer Vermittlung von einer Handreichung und von, sagen wir mal, Hilfestellungen zur Anwendung geschlechtergerechter Sprache zu einer Norm erhoben wird. Vielen Kritikerinnen und Kritikern ist es offensichtlich nicht bekannt, dass der Duden Verlag neben dem Rechtschreib-Duden, der für viele Menschen immer noch eine quasi-amtliche Funktion einnimmt, und den anderen bekannten Werken in der 12-bändigen Duden-Reihe ein Verlag ist, der hunderte anderer Bücher, Ratgeber, Lehrwerke, Essays, Essaybände, Sachbücher zu sprachlichen und nichtsprachlichen Themen herausbringt. Der bis 1996 tatsächlich noch bestehende amtliche Auftrag im Bereich der deutschen Rechtschreibung, der beim Wort Duden nachklingt, führt zu der Annahme, dass mit einem solchen Ratgeber zugleich eine Normierung oder zumindest eine normartige Empfehlung verbunden ist. In den letzten Jahren haben auch einige Grundsatzurteile, Gesetzesnovellen und Verordnungen die Diskussion angeheizt. Am 22. Dezember 2018 etwa trat eine Änderung des Personenstandsgesetzes in Kraft, nach der neben den Geschlechtsangaben männlich und weiblich auch divers ermöglicht wurde. Kurz nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil erließ der Bundesgerichtshof ein Urteil, das sich mit dem generischen Maskulinum befasste, genauer mit der Frage, ob eine Sparkassenkundin Anspruch darauf hatte, in Vordrucken und Formularen in einer femininen Form angeredet zu werden, Kundin, und nicht als Kunde. Der BGH entscheidet zugunsten des generischen Maskulinums, nachdem im Urteil durchaus die unterschiedlichen Sichtweisen auf dieses grammatische Problem betrachtet werden und auch durchaus differenziert, muss man sagen. Trotzdem führte das Urteil zu einem großen Medienecho, wurde damit doch ein Problem amtlich, das in Tausenden von Formularen, Vordrucken und Behördenschreiben schlummert. In den gleichen Zeitraum fallen erste Beschlüsse von Stadtverwaltungen, Regelungen für eine geschlechtergerechte Sprachverwendung in den Schreiben an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu erlassen. Zwar gab es derartige Regelungen schon in manchen anderen Verwaltungen, etwa in Hochschulen oder Ministerien, aber durch den Gebrauch in Stadtverwaltungen wurde damit auf einen Schlag eine viel größere Zahl von Menschen konfrontiert. Hannover führte entsprechende Regelungen, die den Genderstern umfassen, am 18. Januar 2019 ein. Es folgten unter anderem Dortmund, dem Sitz des Vereins Deutsche Sprache, und Anfang 2020 Lübeck, wo man sich entschied, statt auf den Genderstern auf den Doppelpunkt als Kennzeichnung geschlechtlicher Vielfalt zu setzen. Als erstes Bundesland beschloss Sachsen im Juli 2020, Gesetze und Verordnungen in geschlechtergerechter Sprache zu verfassen. Weitere Aufheizungen dieses Themas sind nicht in dem Buch enthalten. Und eine dieser Aufheizungen hat im Januar stattgefunden, als nämlich in der Welt, in der Zeitung Die Welt, ein Artikel erschienen ist,
Wie der Duden heimlich gendert. Ich glaube, Sie haben das alle mitbekommen. Es ging da um die Frage oder die Beobachtung, dass im Online-Duden auf einmal nicht mehr beim Eintrag Bäckerin auf siehe Bäcker verwiesen wird, sondern Bäckerin einen eigenen Antrag hat, einen eigenen Eintrag hat, also sozusagen direkt dort beschrieben wird, was dieses Wort bedeutet und was für eine Flexion es hat. Und eben dort steht, dass eine Bäckerin eine weibliche Person ist, die backt. Das hatte zur Folge, dass bei dem Bäcker angegeben werden musste, tja, was eigentlich eine männliche Person, die backt. Und das ist der Grund, warum in der Welt gesagt worden ist, der Duden gendere heimlich, er schaffe heimlich das Geschlechter, das generische Maskulinum ab. Entsprechend hat sich diese Debatte entfaltet. Auch hier kann man sagen, es gibt, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten, denn irgendwo ist das generische Maskulinum immer enthalten in den Einträgen. Und hier hat sich nun der Duden sozusagen dafür entschieden, es genau andersherum zu machen. Jetzt ist nämlich bei jeder Personenbezeichnung im Genus Maskulinum ein Verweis darauf, dass es auch generisch verwendet werden kann. Die verschiedenen Ereignisse des Jahres 2017 und 2018 führten zu einer Aufladung des Kampfes um die geschlechtergerechte Sprache, die sich im Frühjahr 2019 nahezu zeitgleich in zwei groß angelegten Gegenangriffen entlud. Es handelt sich um zwei Aufrufe, die von insgesamt mehr als 100.000 Personen online unterzeichnet wurden. Aufruf Nummer 1, Schluss mit dem Genderunfug, entstand im Umfeld des VDS. Und weist 4 ErstunterzeichnerInnen auf. Den Vorsitzenden des VDS, Walter Krämer, den schon im Zusammenhang mit der Initiative Deutsch ins Grundgesetz bekannt gewordenen ehemaligen Lehrerfunktionär Josef Kraus, den Journalisten Wolf Schneider und die Schriftstellerin Monika Maron. Dieser von der VDS geprägte öffentliche Aufruf ist innerhalb des Vereins durch die Arbeitsgemeinschaft Gendersprache flankiert, also innerhalb des VDS. Auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft Gendersprache wird geschlechtergerechte Sprache im Zusammenhang mit dem Konzept des Gender Mainstreaming kritisiert. Direkt einen Zusammenhang gibt es eigentlich dieser beiden Themen nicht. Es müsse, Zitat, Schluss werden mit sprachpädagogischen Übergriffen von oben, genderfokussierten Bildungs- und Erziehungsprogrammen, Gleichstellungs- bzw. Quotenpolitik und Gender-Budgeting. Geschlechtsunterschiede seien, Zitat, biologisch bzw. evolutionär begründet und müssen anerkannt, nicht ausgemerzt werden, heißt es in der Programmatik der AG. Es müsse zudem die, Zitat, Verleumdung von Gendergegnern als rechtsradikal, antifeministisch, homophob, rassistisch, antisozial, antidemokratisch, fremdenfeindlich und ewig gestrig aufhören. Zitat Ende. Ich glaube, man sollte, das jetzt nebenbei gesagt, der Vorsitzenden der AG, Sabine Mertens, eine Bewegungstherapeutin, vielleicht empfehlen, mal einen Kurs zu machen, wie man unfreiwilliges Framing vermeidet. Gut, kommen wir dazu, uns mal vielleicht etwas genauer diesen Verein Deutsche Sprache, den ich nun schon öfter erwähnt habe, anzuschauen. Wenn man Germanistik studiert hat und in der Sprachwissenschaft arbeitet, kommt man mit dem Verein Deutsche Sprache nicht sehr oft in Kontakt. Nur von Ferne nimmt man die verschiedenen Aktionen des Vereins als ein Hintergrundrauschen wahr, das es in dieser oder ähnlicher Form auch bei anderen wissenschaftlichen Disziplinen gibt. Ob nun der ADAC für den Verkehrswissenschaftler, der Verband kritischer Kleinaktionäre für die Betriebswirtin oder der VDS für den Linguisten, es gibt für eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler zumeist wenig Anlass, sich mit derartigen Vereinen näher zu befassen. Allerdings sollte man wissen, dass sie sehr einflussreich sein können. Was ist das für ein Verein, dieser Verein Deutsche Sprache? Beim Blick auf seine Webseiten oder in Ausgaben der Zeitschrift Sprachnachrichten, die von diesem Verein herausgegeben wird, wird schnell klar, dass es ihm keineswegs nur darum geht, den Austausch zwischen Fans der deutschen Sprache zu organisieren. Der Verein hat sich sprachpolitische Ziele gesetzt, die in der Satzung niedergelegt sind. Zitat: Der Verein verfolgt das Ziel, die deutsche Sprache als eigenständige Kultursprache zu erhalten und zu fördern.
Er widersetzt sich insbesondere der fortschreitenden Anglisierung des Deutschen und der Verdrängung der deutschen Sprache aus immer mehr Bereichen des modernen Lebens. Er will bewirken, dass Deutsch als vollwertige Wissenschaftssprache erhalten bleibt und als Arbeitssprache in internationalen Organisationen den ihm gebührenden Rang erhält. Zitat Ende. Diese Zielsetzung will er durch Maßnahmen wie, Zitat, Vortragsveranstaltungen, Anzeigen und Artikel in der Presse, Erarbeitung von Übersetzungshilfen, Wahl des Sprachpanschers des Jahres, Aufrufe an die Medien, an Firmen, Parteien und Personen des öffentlichen Lebens, Zitat Ende, erreichen. Der VDIS hat sich damit zu einem eigenständigen politischen Akteur erklärt. Der Vereinsgründer Walter Krämer war kein Unbekannter, als der VDS 1997 von ihm gegründet wurde. Selbst Statistikprofessor an der Technischen Universität Dortmund hatte er bereits in den 1990er Jahren eine Reihe von erfolgreichen populären Sachbüchern vorgelegt, etwa »So lügt man mit Statistik«, »Denkste, Trugschlüsse aus der Welt der Zahlen« und gemeinsam mit Götz Trenkler den Bestseller »Lexikon der populären Irrtümer«. Auch in überregionalen Tages- und Wochenzeitungen war er bereits präsent. Bei der Gründung des Vereins unter dem Namen Verein zur Wahrung der deutschen Sprache gab es also eine publizistische Grundlage, die sich mit dem Namen Walter Krämer verband und die an der raschen Bekanntheit des Vereins maßgeblichen Anteil hatte. Das sprachpolitische Anliegen des Vereins wird auf seinen Webseiten deutlich markiert. Monatelang herausgestellt wird etwa die Jahr für Jahr zelebrierte Sprachpanscherwahl, bei der es um Institutionen oder Personen geht, die sich nach Ansicht der Vereinsmitglieder am meisten durch die Verwendung von Anglizismen an der deutschen Sprache versündigt haben. Auch der Aufruf Schluss mit dem Genderunfug ist noch nach fast 2 Jahren großflächig auf der Einstiegsseite präsent, jetzt nach über 2 Jahren. Erweitert wurde dieser inzwischen unter dem Titel Mutige Studenten gesucht, um eine Initiative, in der Musterprozesse von Studierenden gefördert werden, die durch die Anforderung, in Seminararbeiten geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, Nachteile erlitten hätten. Wie Krämer jedoch in der Welt am Sonntag zugibt, hatte diese Aktion keinen sonderlichen Erfolg. Der Sinn für zivilen Ungehorsam, Zitat, sei unterentwickelt. Inzwischen gibt es allerdings einen Fall für einen ähnlichen Aufruf, der sich an Angestellte von Firmen richtet, bei denen Genderleitlinien eingeführt werden. Und es ist tatsächlich jetzt eine Klage gegen Audi zugelassen worden, aufgrund eben der Verabschiedung einer solchen Genderleitlinie durch einen Mitarbeiter. In immer neuen Aktionen werden die Anliegen des Vereins in die Öffentlichkeit getragen, oft auch direkt in Gremien oder Parlamente. 2020 etwa waren es die Mitglieder der Rundfunkgeräte sämtlicher öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland, etwa 500 Personen, die angeschrieben wurden. Krämer selbst kritisiert in seinem Brief die immer häufiger zu verzeichnende Praxis, in der gesprochenen Sprache durch Einführung eines sogenannten Glottisschlags Personenbezeichnungen zu gendern, also zum Beispiel BürgerInnen, und fordert die Rundfunkgeräte auf, dies in ihren Sendungen zu unterbinden. Der wortinterne Glottisschlag widerspreche den Regeln der deutschen Rechtschreibung, was für die gesprochene Sprache einen sehr überraschenden Kritikpunkt darstellt. Der Rat für deutsche Rechtschreibung habe sich bereits gegen das Gendern ausgesprochen, was weder korrekt noch dessen Aufgabe ist. Und überdies seien, Zitat, maskuline Personenbezeichnungen grundsätzlich generisch, wie wissenschaftliche Grammatiken des Deutschen klar belegen. Eine rundheraus falsche Aussage. Schließlich bringt er noch ein Gerechtigkeitsargument vor. Männer könnten beim sprechsprachlichen Gendern überhört werden, was ungerecht sei. Schließlich seien sie etwa die Hälfte der Beitragszahlenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nur am Rande sei erwähnt, dass an anderer Stelle von Krämer verwendete Sprachbeispiele wie Belege für das Gegenteil wirken, etwa die Verwendung des Wortes Bäckerinnung, das in der Mitte genau den glottalen Knacklaut enthält, den Glottisschlag Bäckerinnung, der bei BäckerInnen angeblich so unaussprechlich ist. Was treibt Krämer an? Seine an verschiedenen Stellen publizierten Beiträge wirken wie in größter Wut geschrieben, wenn er Binnen-I und Genderstern als wahre Pest, sprachliches Krebsgeschwür oder Verstümmelung bezeichnet, Zitate, und dabei die naheliegende Frage in Kauf nimmt, wie man dann die menschlichen Verursacher dieser Plagen bezeichnen soll. Als Ratten? Mutationen oder Folterknechte? Und wie ist mit diesen zu verfahren? Bei Gender-Terroristen jedenfalls, wie er Leute, die den Genderstern propagieren, ausgerechnet in einem Gespräch
mit dem berüchtigten russischen Propagandasender RT Deutsch bezeichnet, sollten alle Mittel recht sein, um diese effektiv auszuschalten. Nicht aber aus den Begründungen derartiger Aktionen und Initiativen, die Kremer vorantreibt, sind seine Beweggründe zu erkennen, sondern aus den vielen Artikeln und Interviews, mit denen er seine Spur zieht. Es ist das klassische politische Lagerdenken, aus dem er seine Energie bezieht. In einem Interview zu gesundheitspolitischen Themen mit der Jungen Freiheit spricht er immer wieder von der rot-grünen Medienmafia, einer rot-grünen Weltverbesserungsideologie und grüner Propaganda, durch die das Land geprägt werde. Zitat: Unsere Menschen sind zu etwa zwei Dritteln mit rot-grün orientierten, unsere Medien sind zu etwa zwei Dritteln mit rot-grün orientierten Journalisten besetzt, behauptet er in dem Gespräch, und dass es, Zitat, bei den Öffentlich-Rechtlichen sogar eher mehr seien. Man fühlt sich ein Vierteljahrhundert zurückversetzt, Weiland, in Zeiten einer Regierung Schröder-Fischer, wenn man das liest. Auch beim Wutthema Sprache tritt in derartigen Beiträgen seine politische Motivation deutlich hervor. Eine, Zitat, verbohrte Ideologenklicke überziehe mit ihrem Sprachterror ganze Stadtverwaltungen und Universitäten, schreibt er etwa in einem Cicero-Artikel. Wenn, Zitat, die rot-rot-grüne Regierung in Berlin die Wahlen haushoch verliert, so Krämer an anderer Stelle, dann habe sie das eben auch ihrer Sprachpolitik zuzuschreiben. Ihm kämen die Eingriffe in die Sprache wie Versuche vor, eine Rolex mit Hammer und Meißel oder besser Hammer und Sichel auf Vordermann zu bringen. Natürlich könne sich jedes Gemeinwesen einen gewissen Prozentsatz ideologisch verblendeter Zwangsbeglücker leisten, heißt es in einem ganz besonders aufschlussreichen Artikel im PT-Magazin. Und weiter: Aber bei uns arbeiten die alle bei ARD und ZDF. Und so fühlt sich jeder selbstständig Denkende schnell an den rechten Rand gedrängt. Da will er aber nicht hin. Und so kommt es, dass sich eine ganze Republik von ein paar Dutzend durchgeknallten Geschlechtsneurotikern wie ein Bär am Nasenring durch die Manege ziehen lässt. Gelegentlich verbindet er seine offenbar einzig richtige, weil mit Verstand gesegnete politische Gesinnung sogar mit der Überzeugung, diese aufgrund günstiger genetischer Umstände erlangt zu haben. Zitat: Wieso bleiben selbst Menschen mit einer guten Note im Deutschabitur gegenüber der Wahrheit blind, dass biologisches und grammatisches Geschlecht zwei völlig verschiedene Dinge sind, was am Rande gesagt nicht so stimmt? Ich glaube, das Ergebnis im Internet sagt dazu Folgendes. Oh, das war mein Google. ich glaube, es sind die Gene, sagt er weiter. Unsere Vorfahren waren im Urwald, unsere Vorfahren im Urwald konnten nur als Mitglieder einer Herde überleben. Außenseiter waren sehr schnell tot. So breitete sich das Anpassen an die Mehrheit-Gen rapide aus. Der wütende Herr Krämer gehört natürlich zu denjenigen, denen jede Anpassung fernliegt, die verstehen, was eigentlich los ist und die alle noch nicht aufgewachten, Sehenden für rückgratlos und dumm halten dürfen. Diese Haltung zusammen mit seiner Wut gegen alles, was er für rot-grün hält, ist die Triebkraft seiner Polemik und der Motor der Radikalisierung seines gesamten Vereins. Schauen wir uns mal jetzt an, was mit dem Einzug der AfD im Bund und auch in den verschiedenen Landesparlamenten nun auf einer wirklich parlamentarischen Ebene in Hinsicht auf Sprachpolitik auf einmal salonfähig geworden ist. In all diesen Parlamenten ist die AfD nämlich sofort nach ihren jeweiligen Einzügen aktiv geworden. In Nordrhein-Westfalen etwa stellte die dortige AfD-Fraktion im März 2019, bezeichnenderweise durch drei Männer, den Antrag auf Abschaffung der Gendersprache und, Zitat, Wiederbelebung des generischen Maskulinums. Zur Begründung wird darin gesagt, die deutsche Sprache stellt die Grundlage unserer kulturellen Identität dar und ist essentiell für den Zusammenhalt unseres Sprach- und Kulturraums. Neben dem immer größeren Einfluss von Anglizismen fügt der ideologisch bedingte Wildwuchs im Namen der Gender-Ideologie diesem Kulturgut schweren Schaden zu. Sie legitimieren ihren Antrag ausführlich durch den Verweis auf die Position des VDS in dieser Frage und auf die sprachpolitischen Maßnahmen in Frankreich. In Nordrhein-Westfalen sei es, so kritisieren sie, durch das Landesgleichstellungsgesetz erforderlich, aus einer gemischten Studentengruppe dann zum Beispiel Studentinnen und Studenten oder Studierende zu machen.
auf die Spitze getrieben werde, ist, wenn auch noch spezifische geschlechtergerechte Schreibweisen eingefordert würden. Der Antrag selbst fordert die Abkehr von geschlechterneutralen Personenbezeichnungen, beispielsweise in Vordrucken, und die ausschließliche Verwendung des generischen Maskulinums in allen direkten Kommunikationsvorgängen des Landes mit den Bürgerinnen und den Bürgern, auch in sozialen Medien und in der internen Kommunikation. Dies alles sei auch bei zukünftigen Gesetzesinitiativen zu berücksichtigen. Nicht bemerkt wurde von den Antragstellern offenbar, dass die nordrhein-westfälische AfD selbst in unzähligen Veröffentlichungen von Bürgerinnen und Bürgern oder Wählerinnen und Wählern spricht. Wenn es um den eigenen Wahlerfolg geht, so kann man daraus schließen, spricht man seine Wählerinnen also doch nicht mit "Liebe Wähler" an, sondern so, dass diese sich auch angesprochen fühlen. Im Oktober 2019 beantragte die AfD-Fraktion, Deutsch als Wissenschaftssprache im Bundestag, Deutsch als Wissenschaftssprache zu erhalten und zu stärken. Die Bedeutung der deutschen Sprache in der Wissenschaft schwinde, wird als Begründung angegeben, sie sei im Niedergang und liege im Sterben. Im Folgenden wird auf eine Reihe durchaus zutreffender Fakten zur Verwendung des Deutschen in der Wissenschaft verwiesen, etwa auf die sich immer weiter zum Englischen verschiebende Publikationswesen weisen, englischsprachige Tagungen, Projektanträge oder Studiengänge. Daraus leitet die Fraktion die Forderung ab, Zitat, in enger Abstimmung mit sprachpflegerischen und wissenschaftssprachpflegerischen Institutionen in Deutschland einen nationalen Aktionsplan zum Erhalt, zur Stärkung und Pflege der Wissenschaftssprache Deutsch, insbesondere in den Geisteswissenschaften, zu entwickeln und sich dafür einzusetzen, diesen nationalen Aktionsplan in der deutschen und internationalen Wissenschaftslandschaft umzusetzen. Der zentrale Punkt in der Begründung ist wissenschaftlich kühn gewählt. Das Deutsche verfüge, Zitat, mit seinen Komposita, Präpositionen, Reflexiva und Neutra im Vergleich zu anderen Wissenschaftssprachen über Besonderheiten, die feinste Differenzierungen und Nuancierungen gerade in der wissenschaftlichen Theoriebildung erlauben. Dem Deutschen ist somit ein hohes Reflexions- und damit auch Erkenntnispotenzial eigen. Sein weiteres Verschwinden als Wissenschaftssprache würde unweigerlich zu einer Verarmung wissenschaftlicher Reflexion und Theoriebildung, ja zur Verarmung des wissenschaftlichen Diskurses überhaupt führen, nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit. Zitat Ende. So wichtig der Gebrauch und die Stärkung des Deutschen in der Wissenschaft aus soziolinguistischen Gründen auch ist, eine Vorrangstellung des Deutschen gegenüber allen anderen Sprachen zu konstatieren, ist sprachwissenschaftlich nicht haltbar. Es soll nicht möglich sein, im plumpen Englischen oder Französischen feinste Differenzierungen und Nuancierungen vorzunehmen. Die wissenschaftliche Theoriebildung würde ohne das Deutsche weltweit verarmen. Das Raunen von der Sprache als dem Haus des Seins hat zwar in Deutschland Tradition, dass aber bestimmte Sachverhalte in einer Sprache, in der deutschen Sprache, grundsätzlich und systematisch besser gefasst werden können, lässt sich wissenschaftlich nicht im geringsten belegen. Beim Deutschlesen wird die Welt jedenfalls nicht gelesen. Selbst zur Neuauflage des Rechtschreibdudens äußert sich die AfD auf parlamentarischer Ebene. In einer Pressemitteilung der Fraktion der AfD im Baden-Württembergischen Landtag lässt sich deren Vorsitzender Bernd Gögel mit einer Aussage zitieren, die Mannheimer Duden-Ausgabe sei keine Schreibhilfe mehr, Zitat, sondern eine Ideologiehilfe zur Durchsetzung linker Politik. Die AfD von Baden-Württemberg scheint sich zu einer Stellungnahme berufen zu fühlen, weil man dort nicht weiß, offenbar, dass der Verlag des Dudens, das Bibliographische Institut, seit mittlerweile 2013 nicht mehr in Mannheim, sondern in Berlin residiert. Schritt für Schritt entfaltet Gögel in seiner Stellungnahme das Szenario einer Verschwörungstheorie, in der das ganze Spektrum der sprachpolitischen Kritikversatzstücke einordnet. Im Zentrum steht, wie bei jeder Verschwörungstheorie, eine kleine Gruppe von Personen, die die Mehrheit manipulieren und ihr den eigenen Willen aufzwingen will. Zitat, so gehören Zusammensetzungen wie Alltagsrassismus oder rechtsterroristisch, aber auch Klimanotstand und Ladesäule nur zum ideologischen Sprachschatz kleiner Gruppen von Sprachverwendern wie Aktivisten, Politikern oder Journalisten, die diesen Sprachschatz gern der Mehrheit der Bürger verordnen wollen, um aus ihren, sick, kruden Weltsicht Welt werden zu lassen. Zitat Ende. Ladesäule?
Und die Duden-Redaktion lässt sich dafür instrumentalisieren. Neben den Anglizismen versteht er auch die erstmals im Duden erscheinende Hinweise zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch als Teil des Manipulationsprogramms. Zwar heißt es im Duden zu den vom amtlichen Regelwerk, Zitat, nicht abgedeckten Schreibvarianten, dass sich unter diesen der Genderstern immer mehr durchsetzen würde, doch Gögel lässt diese korrekte Darstellung nicht gelten und entgegnet in wüster Diktion, diese Behauptung ist mindestens frech, eher aber irreführend, weil wiederum nur Aktivisten, Politiker in absurden Anträgen oder Verwaltungsvorschriften wie in Mannheim, wo es im Übrigen nicht der Fall ist, oder Stuttgart oder Journalisten damit arbeiten, soll der Genderstern jetzt in den allgemeinen Sprachgebrauch von Millionen Bürgern einfließen, ärgert sich Gögel. Hier werde Sprache künstlich entwickelt, so die Pressemitteilung. Das Gegenteil ist aber die Wirklichkeit. Sprache entwickelt sich als natürlicher Prozess aller Sprachverwender und nicht als Spielwiese weniger Sprachvorschreiber. Duden-Nutzer könnten die Variante als Sprachrealität missverstehen, was sie nicht ist. Schließlich greift Gögel erneut das Thema Anglizismen auf. Er hält es für befremdlich, dass mit Begriffen wie Fridays for Future, Hate Speech, Influencer und Old School erneut viele Anglizismen Aufnahme fanden. Deshalb benötige man ein Sprachgesetz. Herr Gögel ist derjenige, der, wie gesagt, der Fraktionschef der AfD im Landtag von Baden-Württemberg, der auf das Erscheinen des Buchs Sprachkampf auch mit der Pressemitteilung der AfD-Fraktion reagiert hat unter dem Titel, dass der Duden mit Henning Lubins Sprachkampf die Republik auf ein Armageddon ums richtige Deutsch einzuschwören versucht. Man kann natürlich einen Blick auch auf andere Parteien werfen, wie sie mit dem Thema Sprache in ihren Programmen umgehen. Und das ist ganz interessant, das habe ich im Buch ein bisschen genauer dargestellt. Da ist auch eine Tabelle zu sehen, wie die verschiedenen Positionen der anderen im Bundestag vertretenen Parteien, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und SPD sich so verteilen. Und man sieht daran, dass tatsächlich die AfD mit 13 Positionen in ihrem Parteiprogramm bei weitem am meisten Positionen sprachpolitischer Art in ihrem Programm aufweist. Danach folgt die CDU, die das allerdings in einer ganz, ganz moderaten Art und Weise macht und vor allem zwei Positionen umfasst, die viele andere Parteien auch aufweisen, die ausgerechnet bei der AfD fehlen, nämlich sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit fördern. Das haben sie bei der CDU, das haben sie auch bei der FDP, das haben sie bei den Grünen, bei den Linken, bei der SPD, aber bei der AfD fehlt das. Hingegen finden sie dort Positionen wie die Funktion natürlich der Sprachvermittlung für die Migration, Religionsvermittlung in deutscher Sprache, sprachliche Bildung, wie gesagt, nicht, Sprache als Kulturgut zu fördern, auswärtige Sprachpolitik zu fördern, also das heißt Goethe-Institut und Deutsche Welle und solche Institutionen, aber auch in der EU, Deutsch als ein immaterielles Kulturerbe zu verankern. Das ist ein exklusives Forderung der AfD, Deutsch ins Grundgesetz, die Ablehnung der Anglizismen, die Ablehnung des Genderns, die Ablehnung von Sprachverboten, die Förderung von Deutsch oder das Gebot von der Verwendung des Deutschen an Hochschulen und schließlich auch die Digitalisierung deutscher Literatur durch deutsche Wissenschaftler steht so im Parteiprogramm der AfD. Das ist wirklich sehr interessant und Sie finden das, wenn Sie noch weiter an den rechten Rand schauen, auch bei anderen Parteien dort. Die NPD, obwohl sie ein sehr, sehr schmales Parteiprogramm nur hat, gerade mal 20 Seiten, hat 7 sprachpolitische Positionen, unter anderem die Rückkehr zur alten Rechtschreibung. Und auch in der FPÖ in Österreich finden Sie ziemlich die gleichen Positionen wie bei der AfD. Das ist wirklich ein ganz erstaunlicher Zusammenhang, dass diese Parteien dieses Thema so hochhalten. Okay, ich übergehe jetzt mal etwas zum Verhältnis der VDS und zu den Parteien und komme zu einigen abschließenden Bemerkungen, die so ein bisschen übergreifender Art sind. Also zunächst einmal, was ist der VDS für den AfD? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es eine ganz enge organisatorische Verflechtung gibt. Es gibt so ein paar Querbezüge, aber die gibt es in verschiedene Richtungen. Aber man kann sagen, es ist eher so, dass der VDS
der AfD eigentlich den Teppich ausgerollt hat mit einer Thematik, die durch ihn über Jahre vorbereitet worden ist. Dass Positionen im rechten Rand des politischen Spektrums aufgegriffen wurden, hat sicherlich etwas damit zu tun, dass es mit dem VDS eine Organisation gab und gibt, die sie effektiv und erfolgreich vertritt. Der VDS verknüpft über diese Positionen seine Mitglieder mit der AfD, die für diese Partei über andere Felder der Politik vielleicht oftmals weniger gut zu erreichen wäre. Es ist also wohl vielleicht nicht ganz falsch zu sagen, dass der VDS der AfD den Teppich dafür ausgerollt hat, das Thema deutsche Sprache als einen moderaten Ersatznationalismus etablieren zu können. Vielleicht war das nicht so gewollt, aber es ist schon genug Zeit verstrichen, um sich in der Sache und im Stil davon zu distanzieren. Das hat der VDS bislang jedenfalls nicht getan. Die zentrale Frage bei der Betrachtung des durch die AfD geführten Sprachkampfs ist allerdings die, warum sie diesen überhaupt führt. Keine der anderen im Bundestag vertretenen Parteien sieht es offenbar als notwendig an, sich auf dem Feld der Sprachpolitik zu profilieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders geworden in der jüngsten Entwicklung dessen, was mit Friedrich Merz und Christoph Ploss in der CDU sich hinsichtlich eines Sprachgesetzes und der Forderung danach verbindet. Ist der AfD so sehr an der deutschen Sprache gelegen, dass sie ganz uneigennützig dieses Kulturgut schützen und fördern möchte? Die AfD selbst gibt an verschiedenen Stellen eine Antwort auf diese Frage. Sie sagt beispielsweise, dass ein Bewusstsein gestärkt werden soll, welches kulturelle Verbundenheit wahrnimmt, fördert und schützt. Für die AfD ist der Zusammenhang von Bildung, Kultur und Identität für die Entwicklung der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm. Kultur bestimmt die gemeinsame Identität und die deutsche Sprache ist ein wesentlicher Teil davon, wie es im Unterabschnitt die deutsche Sprache als Zentrum unserer Identität heißt. Zitat: Unsere Kultur ist untrennbar verbunden mit der über Jahrhunderte gewachsenen deutschen Sprache. Diese spiegelt auf vielfältigste Weise die Geistesgeschichte, das Selbstverständnis dieses Raumes in der Mitte Europas und die Werthaltungen der Deutschen wider, die sich zwar stets verändern, aber dennoch einen einzigartigen Kernbestand aufweisen. In ähnlicher Weise stellt diese sprachpolitische Intention auch das damalige VDS-Beiratsmitglied Johannes Heinrich bei seinem Hauptvortrag auf der Delegiertenversammlung des Vereins 2011 in Landshut heraus. Zitat: Wir müssen die Einseitigkeit sprachpflegerischer Haltung und den binnenphilologischen Horizont zugunsten des sprachpolitischen Bewusstseins und einer Zielsetzung aufgeben und das Problem der kulturellen Identitäten sehen, also der kulturellen Gemeinschaften, sofern sie sich durch das Medium Sprache definieren. Ein Kulturvolk, das seine Wissenschaft nicht mehr in seiner eigenen Sprache betreiben kann, gibt sich in seiner kulturellen Identität auf, so Heinrichs. Es geht heute um Sprache als Medium kultureller Identität. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass man die deutsche Kultur möglicherweise nur erfassen kann, wenn man außer der Sprache auch das besagte Selbstverständnis und die Werthaltungen teilt. Sprache allein genügt also nicht, um der deutschen Eigentlichkeit teilhaftig zu werden. In einer Zeit, in der Begriffe wie Nation oder Volk und erst recht Rasse als verdächtig erscheinen, erweist sich ein in dieser Weise ethnokulturell aufgeladener Sprachbegriff somit als geeignet, eine offenbar als notwendig angesehene Abgrenzungsfunktion zu übernehmen. In kaum noch zu übertreffender Knappheit wird diese Haltung anlässlich der neuen Duden-Ausgabe vom parlamentarischen Geschäftsführer der baden-württembergischen Landtagsfraktion Anton Baron im August 2022 in einem Tweet zum Ausdruck gebracht. Zitat: In der neuen Duden-Ausgabe wird korrekt gegendert. Auch überflüssige Anglizismen wie Lifehack und Hate Speech fehlen nicht. Für die AfD ist klar, es muss eine sprachpolitische Kehrtwende her. Denn die Sprache ist das Herzstück unserer nationalen Identität. Holen wir uns unsere Sprache zurück. Zitat Ende. An dieser Stelle wird sichtbar, warum sich Sprachpolitik so gut als ein Mittel national-identitärer Politik eignet. Identitäre Sprachpolitik erlaubt es, die Werte einer so verstandenen Identität
in einer attraktiven Gewandung mehrheitsfähig zu vermitteln. Sprache wird als Teil einer umfassenden Kultur angesehen, deren Errungenschaften identitätsstiftend sind und die in der Sprache bewahrt werden. Zugehörigkeit wird durch Sprache definiert und die Hürden einer kulturellen Integration durch die in der Sprache kodierte Eigentlichkeit, die es für jemanden, der dazugehören will, erst einmal zu erfassen gilt, über das Erlernen der Sprache hinaus erhöht. Uralte kulturhistorische Traditionen sind danach im Meer der sprachlichen Identität herabgesunken und wurden sedimentiert im traditionellen Wertesystem in seiner begrifflichen Ordnung. Beides wird durch die Missachtung der identitätsstiftenden Tiefe der Sprache entstellt und zerstört, entweder durch Anglizismen, Gendersprache oder politische Korrektheit. Die AfD setzt wie keine andere Partei auf Sprachpolitik, weil sie dadurch die Elemente ihrer nationalidentitären Politik geradezu idealtypisch transportieren kann. Identitäre Sprachpolitik wird so zum trojanischen Pferd der neuen Rechten. Und ich würde sagen, auch wenn ich hier noch ein ganz klein bisschen habe, würde ich mal an dieser Stelle abbrechen aber auch gerne darauf hinweisen wollen, dass das Buch nicht mit solchen Eindrücken endet, sondern im nächsten Kapitel Vorschläge macht, wie ganz konkret in Hinsicht auf gendergerechte Sprache gegangen werden soll, welche Rolle sie im amtlichen Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung aufweisen soll, der Genderstern zum Beispiel, was konkret mit Deutsch ins Grundgesetz gemacht werden soll. Es gibt sogar einen Formulierungsvorschlag, wie man das meiner Meinung nach dort machen könnte im Grundgesetz, wenn schon. Und auch andere Themen wie Deutsch in der EU, Wissenschaft und Anglizismen, aber auch sprachliche Inzivilität. Also das heißt, das Recht, das vermeintliche Recht auf Beleidigung und Rassismen, was davon zu halten ist. Ich glaube, dass wir einen solchen Umgang mit Sprache auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht etwas entgegenstellen sollten und immer darauf bedacht sein sollten, dass wir mit unseren Aussagen auch durchaus uns in einem politischen Feld bewegen. Wir dabei auch immer in meinen Augen, und das merkt man auch am IDS sehr, sehr genau, die Internationalität der deutschen Sprache im Blick behalten muss. Deutsch ist nicht nur in Deutschland Amtssprache, sondern wird von 100 Millionen Menschen in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt als Erst- und Zweitsprache gesprochen und wird von weiteren 100 Millionen grob geschätzt als Fremdsprache erlernt. Und die alle haben ebenfalls natürlich Teil an dem, was wir als die deutsche Sprache verstehen. Und wir müssen auch immer darauf dringen, dass es nicht dazu kommt, dass mit sprachpolitischen Verschwörungstheorie effektiv gearbeitet werden darf, kann. Es muss darauf gedrungen werden, zu sagen, wer genau zu den kleinen Gruppen gehört, die der Mehrheit ihre Ideologie aufzwingen will. Es müssen Erklärungen eingefordert werden, wie es diesen denn gelingen soll, Medien, öffentliche Institutionen, ja ganze Parlamente gefügig zu machen für sich. Es muss benannt werden, welches denn die ideologischen Ziele sind, die damit angestrebt werden und in welchem größeren Zusammenhang diese wiederum stehen. Das ist eben nicht möglich. Denn es hat sich natürlich als eine sehr viel breitere Entwicklung mittlerweile etabliert und eine politische Auseinandersetzung, die zwei Seiten hat, in der es auf beiden Seiten Interessen gibt, auch auf der Seite der linken Identitätspolitik natürlich, und dass diese Blöcke gegenüberstehen. Und mein Anliegen, dieses Buch überhaupt zu schreiben, war ursprünglich das, diese Sprachkämpfe darzustellen und darauf zu verweisen, dass wir eben es nicht, was vor allem diese gerade aktuell sich vollziehenden Sprachkämpfe betrifft, es immer nur die eine Seite gibt, die sozusagen diesen verrückten Gender-Ideologen hier entspricht, sondern dass auf der anderen Seite knallharte Argumente da sind, die in meinen Augen sogar von einer viel stärkeren Fraktion eingebracht werden, denn sie sind homogen mit Werten des politischen Programms insgesamt vertreten, können sie vertreten werden, sie können homogen und geradlinig beispielsweise auch in einem Wahlkampfplatz positioniert werden, wohingegen auf der Seite einer linken Identitätspolitik mit stärker partikularistisch und internationalistisch ausgelegten Konzepten kein Blumentopf, um es mal platt zu sagen, gewonnen werden kann, etwa bei einer Bundestagswahl. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Es wird so getan, als ob es dann ganz starke linke Gruppe gäbe. Es gibt eine linke Gruppierung, es gibt linke Identitätspolitik, natürlich, die Ziele verfolgt, bloß die ist in meinen Augen
sehr schwach, die ist in sich selbst sehr zerstritten, wie man das gerade auch beispielsweise bei den internen Diskussionen in der SPD gesehen hat. Und es gibt auf der anderen Seite einen wohlorganisierten Block mit klaren politischen Zielsetzungen, die homogen vertreten werden und die auch über eigene mediale Systeme vertreten. Und das ist es, was man sehen muss und nicht nur eben die eine Seite. Dankeschön, damit bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank. Ich klatsche mal stellvertretend für die stummen ZuschauerInnen. Und Jutta stellt die erste Frage. Ja, schönen guten Abend, Herr Lubin, und auch schönen guten Abend, liebe ZuschauerInnen, Zuhörerinnen. Vielen Dank für all die interessanten Inhalte, die Sie uns gerade präsentiert haben. Ich würde gerne nochmal, also es gibt auch schon eine Frage im Chat, aber wir haben vereinbart, dass Katrin und ich auch erstmal eine Frage stellen. Und ich würde gerne nochmal auf den Begriff der Identitätspolitik kommen. Sie haben ja jetzt zum Schluss darauf Bezug genommen, linke Identitätspolitik. Mich hat es so ein bisschen erstaunt, weil dieser Begriff ja oft dazu verwendet wird, als gäbe es so bestimmte Partikularforderungen von einzelnen Gruppen, die alle irgendwie in der Sprache und sonst wie repräsentiert sein wollen. Das entspricht meines Erachtens gar nicht der Realität, sondern es geht ja eher um marginalisierte und minorisierte Gruppen, die sozusagen aus dieser Position heraus wollen. Deswegen wollte ich Sie jetzt nochmal fragen, wie Sie selbst den Begriff der Identitätspolitik sehen, also jetzt eben auch in Bezug auf die symbolische Ordnung Sprache. Also vielen Dank, dass Sie diesen Punkt nochmal ansprechen. Es ist jetzt so ein bisschen auch durchaus verkürzt dargestellt in meinen letzten Bemerkungen. Das ist bildet ein eigenes Kapitel, dieser Bezug zu identitätspolitischen Anliegen. Auch durchaus in welchem Sinne Identitätspolitik, ob links, ob rechts, auch mit sprachlichen Zielsetzungen verbunden wird. Ich glaube, wir alle wissen, dass das ja eine Diskussion ist, die enorm sich entwickelt hat, gerade auch in den letzten Monaten, die auch wirklich ganz großen Schub bekommen hat durch das, was innerhalb der SPD stattgefunden hat. Die zunehmende Kritik, muss ich auch sagen, auch innerhalb des letzten halben Jahres, die ich jedenfalls wahrgenommen habe, in einer medialen Öffentlichkeit, auch einer gemäßigten oder eher der Mitte zugehörigen medialen Öffentlichkeit an dem Konzept eigentlich und den Anliegen der Identitätspolitik. Als eine erste Annäherung, glaube ich, kann man damit ganz gut arbeiten, das, was Sie gesagt haben, nämlich, dass es eigentlich ursprünglich um marginalisierte Gruppen geht, die ganz bestimmte Anliegen haben, sichtbar zu werden, Rechte durchzusetzen. Und das hat sich auch in einer sprachlichen Hinsicht niedergeschlagen, ob es nun um Rassismus, antirassistische Anliegen und auch Sprachverwendung ging, ob es um die Sichtbarkeit einzelner ethnischer Gruppen vielleicht ging, ob es um Themen der geschlechtlichen Vielfalt oder auch der klassischen feministischen des klassischen Feminismus eigentlich gegen. All das waren Bereiche und sind Bereiche, die natürlich auch mit sprachlichen Anliegen sich verbinden. Ich würde das so sehen, dass es Ausgangspunkte sind, die auch immer noch erkennbar sind, aber in vielen dieser Bereiche, also man kann es, glaube ich, sehr deutlich sehen an der sprachlichen Sichtbarwerdung von Frauen, wir eine Loslösung eigentlich von diesen ganz ursprünglichen, sehr viel enger politisch auch ausgerichteten Interessen sehen können in die Breite der Gesellschaft hinein. Viele der Erscheinungsformen dessen, was Luise Pusch in den 70er Jahren an Empfehlungen gegeben hat, an Forderungen aufgestellt hat, ist ja sogar umgesetzt, das muss man sagen. Wir können es auch in unseren Corpora am IDS verfolgen, dass immer mehr über die Jahre, schon seit Jahrzehnten, immer mehr Paarformeln verwendet werden, dass bestimmte Kennzeichnungen von Frauen nicht mehr oder weniger oft verwendet werden. Und das sind alles Entwicklungen, die sozusagen diese ursprünglichen identitätspolitischen Anliegen vielleicht auch ein Stückchen zu allgemeinpolitischen Anliegen gemacht haben. Da stimme ich Ihnen auch zu.
Und es gibt ja durchaus auch die Auffassung, die ich auch ganz sympathisch finde, muss ich sagen, dass eigentlich jede Form von Politik, weil sie immer mit Interessen verbunden ist, auch letzten Endes eine Form von, eine Spielart von Identitätspolitik auch darstellt, weil meistens diese Interessen auch in irgendeiner Weise ganz bestimmte Gruppen auch entsprechen, wie auch immer die sich konstituieren. Also ich will auch gar nicht allzu sehr diesen Begriff gewissermaßen sozusagen diskutieren, weil er komplex ist und auch sich gerade entwickelt. Aber das ist für mich so eine Art Arbeitsdefinition, wie ich sie gerade so angesprochen habe. Ich möchte in dem Zusammenhang ganz kurz doch den Kommentar von Susanne Maurer, einer Kollegin aus Marburg, doch kurz noch anführen. Die sagt, ich halte den Begriff der Identitätspolitik zum Teil für irreführend in diesem Zusammenhang. Und sie erweitert nochmal, die Kritik an Sexismus, Rassismus und Kolonialismus ist eben keine Identitätspolitik. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und jetzt füllt sich langsam der Chat. Das ist ganz schön. Ich würde ganz schnell mit einer Frage noch dazwischen gehen wollen davor. Also ich hätte viele Fragen, aber ich versuche mal, mich auf eine zu konzentrieren. Und zwar sozusagen die Beobachtung, dass man einerseits sehen kann, dass Genderpolitik, gendergerechte Sprache, Entschuldigung, hinter der ja eigentlich sozusagen also sich ganz andere gesellschaftliche Zusammenhänge nochmal verbergen, dass das einerseits sozusagen emotional überkocht, also man kann das beobachten in all dem, was du beschrieben hast mit dem Verlag, Entschuldigung, Verein Deutsche Sprache, aber sicherlich auch mit der AfD und vor allen Dingen auch damit, dass da ja so ganz eigene Begriffe geprägt werden. Genderunfug war ein sehr, sehr prägnantes Beispiel. Auch das, was du zitierst in deinem Buch von Meuthen, Gender-Gagaisten, Genderunfug, Genderwahn, das sind ja sozusagen so Prägungen. Damit übernimmt man ja auch sozusagen eine Debatte, indem man bestimmte Begriffe prägt, die sich irgendwie etablieren und die dann zwar auch abgrenzen, aber irgendwie in aller Munde sind. Also irgendwie kocht das einerseits total hoch und andererseits kann man immer wieder beobachten, glaube ich, dass es so eine Marginalisierung gibt, die dann so lautet, haben wir eigentlich keine anderen Probleme als das Gender-Sternchen. Also sozusagen immer wieder diese Verlautbarung, dass das irgendwie kein echtes Problem ist. Dabei steckt ja hinter der Frage des Gender-Sternchens wirklich die Frage, wie können wir sichtbar machen, dass Menschen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten haben. Es gab jetzt zuletzt in der Süddeutschen letzte Woche in einem Artikel, wo es eigentlich um den Wahlkampf, den Bundestagswahlkampf, den kommenden geht, schreibt der Autor in dem Anreißertext, der Wahlkampf wäre ein guter Zeitpunkt, die politischen Lehren aus der Pandemie zu formulieren. Stattdessen beschäftigen wir uns mit Gender-Sternchen. Also auch so eine Form, das irgendwie klein zu machen, wenngleich der Autor selber durchaus sozusagen Befürworter einer gendergerechten Sprache ist. Wie schätzt du das ein? Diese Marginalisierung einerseits, dieses Hochkochen, ist Marginalisieren Teil der Strategie, zum Beispiel auch einer rechten Politik? Also das immer wieder klein zu machen und sich gleichzeitig aber unglaublich aufzubauschen an der Stelle? Naja, man nennt das ja auch Whataboutism, dass man sozusagen ein solches Anliegen, eine solche Diskussion irgendwie der entgegentritt, indem man dann sagt, ja, wie ist das denn mit echten Gleichstellungsfragen, die überhaupt jenseits der Sprache zu verhandeln sind und juristischen Rahmenbedingungen und so weiter? Das ist doch alles viel, viel wichtiger. In der Tat, das ist eine Strategie zumindest, die da zu beobachten ist. Allerdings glaube ich, dass man nicht unterschätzen sollte, was ein, und ich glaube, das ist es, ein solcher symbolischer gesellschaftlicher Hegemonialkampf zu bewirken vermag, der sich an solchen Themen gerade festmacht. Zu der Erklärung dessen, sozusagen in einer Art soziologischen Sinne, sage ich in dem Buch nichts, weil ich auch kein Soziologe bin. Ich habe inzwischen die Bücher von Andreas Reckwitz gelesen und auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, weil ich meine, dass er eine ganze Reihe von interessanten Erklärungsansätzen dafür aufwartet. Ein zentraler Punkt ist, glaube ich, der, dass sich die Mittelschicht, die Mittelklasse, wie er sagt, sozusagen in zwei Teile aufteilt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärungsmöglichkeit, also alles, was er dazu sagt, was das für Milieus sind, was das für Kulturen sind, die sich da als solche etabliert haben, die städtischen, internationalistischen, auf Singularitätserfahrung ausgerichtet auf der einen Seite und die alte Mittelklasse, die sich sozusagen im Abstieg sieht und mit ihren alten Werten auf einmal nicht mehr als die bürgerliche Mitte wahrgenommen wird und teilweise auch verächtlich gemacht wird, auf der anderen Seite.
Man kann eine Verbindung herstellen mit diesen Kämpfen, die hier stattfinden, glaube ich, auch wenn man das natürlich noch genauer belegen müsste. Und das sind Erklärungsansätze, glaube ich, die es wirklich sehr wert wären zu erfassen. Und insofern haben wir hier es mit gesellschaftlichen Kämpfen zu tun, und dass die wichtig sind und dass die große Auswirkungen haben können, ist, glaube ich, mit Händen zu greifen. Und insofern ist eine solche Diskussion, glaube ich, in einem solchen Sinne zu deuten auch. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr fruchtbar, diese Verbindung in dem Blogbeitrag. Machst du weiter, Jutta, und präsentierst uns eine Frage oder einen Kommentar? Ja, wir haben hier schon mehrere interessante Fragen im Chat. Ich möchte die Frage von Esther Kovac vorlesen. Vielen Dank für das spannende Buch und den Vortrag. Auf Seite 46 unterscheiden Sie zwischen Gendersprache als Frauen sichtbar machen und Gendersprache als alle Geschlechter sichtbar machen. Bezieht sich der Widerstand des VDS, der AfD und der sonstigen Gegner auf beide Arten von Gendern oder gibt es Unterschiede? Zum Beispiel finden sich manche mit dem ersten ab oder finden es sogar sinnvoll, wie die AfD in ihrem NRW-Programm Bürger und Bürgerinnen zu unterscheiden, aber das zweite eine Zumutung. Meines Erachtens ist die zweite Forderung viel stärker. Das fordert nicht nur Antidiskriminierung gegenüber Frauen, sondern beinhaltet eine ontologische Dimension. In Klammern, es gäbe viele Geschlechter, dein Geschlecht ist, wie du dich identifizierst und so weiter. Und das löst deshalb zu Recht Wut aus. Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Frage, und Sie haben in meinen Augen völlig recht damit, wenn Sie sagen, das ist eine sehr viel weiterreichende Fragestellung im ontologischen Sinne, aber auch ganz konkret im sprachlichen Sinne. Denn Geschlechter im engeren Sinne, geschlechtergerechte Sprache, Unterscheidung Männer, Frauen, ist etwas, wofür wir sprachliche Mittel haben im Deutschen über das Genussystem. Und für Gender gerechte Sprache, gendersensible Sprache, haben wir das eben nicht oder haben nur Hilfskonstruktionen wie vielleicht eine unmarkierte Partizipialkonstruktion oder Umschreibungen anderer Art. In der Tat gibt es da eine große Differenz, weshalb auch einige der Protagonistinnen, auch der frühen Protagonistinnen wie Louise Pusch der feministischen Linguistik, eigentlich die genderspezifische Kennzeichnung ja auch ablehnen, sogar den Genderstern, den Gender Gap und so weiter, und eher für das Binnen-I, wenn schon, dann plädieren. Aber Sie haben ja auch sozusagen die allgemeine Wahrnehmung abgehoben mit Ihrer Frage, und ich glaube so, dass AfD, VDS in den allermeisten Verlautbarungen das in einen Topf schmeißen. Es ist einfach total undifferenziert behandelt. Es werden selbst Paarformeln, die sogar, das muss ich als ein Beispiel, als eine kleine weitere Anekdote mal bringen, von Adolf Hitler selbst verwendet worden sind bei der Anrede seines Auditoriums. Das habe ich gerade vor ein paar Tagen dieses Zitat genannt bekommen. Liebe Volksgenossen und Volksgenossinnen, sagte er am 20. Juli bei seiner Radioansprache 44 nach dem missglückten Attentat auf ihn. Also im Sinne der AfD Nordrhein-Westfalen gendert sogar Hitler. Ja, also in diesem Sinne wird da wahnsinnig viel in einen Topf geschmissen. Auch das, was als generisches Maskulinum bezeichnet wird, total überzogen, auf Maskulin nomina generell angewandt, was überhaupt nicht der Fall sein kann. Es geht ja nur um Personenbezeichnungen, die movierbar sind, also Bäcker, Bäckerin. Das führt dazu, dass in dieser wirklich aufgeheizten Debatte es eigentlich eine völlig überschießende Kritik an sprachlichen Mitteln gibt, die eigentlich sehr viele Menschen in Deutschland ohne weiteres akzeptieren und völlig auch unpolitisiert eigentlich anwenden, wenn es darum geht, zwischen Männern und Frauen zu differenzieren und gemischte Gruppen auch als Männer und Frauen tatsächlich anzusprechen. Danke. Ich fasse jetzt mal zwei Fragen zusammen. Die haben zwar auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, betreffen aber vor allen Dingen so die fachinternen Fragen. Die erste Frage ist von Luana Sommer. Welche Vorgehensweise schlagen Sie aus linguistischer Sicht zum Einbezug nicht-binärer Menschen vor? Das ist sozusagen eine handfeste, konkrete Frage, insbesondere hinsichtlich der Pronomen.
Und dann eine zweite Frage, die geht davon, die geht sozusagen in eine andere Richtung, betrifft aber auch nochmal fachinterne Kontroversen. Wie geht man innerhalb der germanistischen Linguistik damit um, dass in den Medien vor allem einige wenige Vertreter immer wieder zu Wort kommen, die auch andere LinguistInnen, die sich pro-gendern positionieren, als inkompetent und ignorant hinstellen? Ich stelle mir das fachintern nicht ganz einfach vor. Es ist ja mindestens sehr unkollegial heißt. Ja, das kann man wohl sagen, ist es. Da wird nicht mit dem Florett gefochten, sondern mit dem Degen draufgehauen von manchen. Es wird glücklicherweise hier und da auch mal kräftig dagegen gehalten. Es hat was mit nicht nur mit diesen Personen selbst zu tun, sondern auch mit der klaren Positionierung einzelner Medien, also insbesondere der FAZ, die nicht bereit ist, differenzierte, längere Beiträge im gleichen Maße, die auch eine Erwiderung darstellen auf das, was vielleicht in einem früheren Artikel in der FAZ dargestellt worden ist, aufzunehmen. Das hat sie auch, das macht sie explizit. Ich habe das mal mit Damaris Nübling, einer Kollegin von der Universität Mainz, durchgeexerziert, wo wir auf einen Artikel von Peter Eisenberg, einem sehr markanten Kritiker der gendergerechten Sprache, der in der FAZ meistens publiziert, reagieren wollten und wo uns der damalige Feuilleton-Chef Edo Rehns explizit gesagt hat, er wolle eine solche Gegenposition in seinem Feuilleton nicht haben. Punkt. Und entsprechend haben wir das dann in der Süddeutschen Zeitung gebracht. Die Süddeutsche ist da so ein bisschen indifferent und die will auch nicht ständig mit solchen Themen zu tun haben. Frau Nübling, zusammen mit Frau Diewald ist es denn vor einiger Zeit gelungen, bei der NZZ, in der Neuen Züricher Zeitung, einen sehr guten Beitrag unterzubringen, der eine Frage fokussiert hat, nämlich den Genus-Sexus-Zusammenhang sehr gut dargestellt hat. Also das hat auch damit etwas zu tun. Und es ist natürlich so, dass hier so ein bisschen, das muss ich leider sagen, auch ein nicht ganz in reiner Ausprägung, aber ein bisschen auch ein Generationenkonflikt sichtbar wird. Mhm. Das muss man sagen, wenn man sich ansieht, wer welche Positionen vertritt. Wie gesagt, nicht in reiner Ausprägung. Ich will da auch niemandem etwas unterstellen. Aber es ist so ein bisschen eine Tendenz zumindest. Hier auch natürlich, wenn solche Gegenpositionen vertreten werden, auch von einigen Beteiligten, ich weiß es aus eigener Erfahrung, auch wirklich sehr massiv, auch dann in der direkten Ansprache dagegen gehalten wird und da fliegen dann auch wirklich die Fetzen. Also die Stimmung ist auch nicht gut und das findet sich auch auf verschiedenen Ebenen. Man sucht sich natürlich dann oftmals auch irgendwie seine Verbündeten und so, hört dann auch vielleicht immer eher das Bekräftigendere als das Kritische und das führt, glaube ich, momentan auch nicht gerade zu einem sehr großen Miteinander innerhalb des Fachs. Das war die zweite Frage, glaube ich, die erste. Genau, die erste fragte nochmal ganz konkret danach, welche Vorgehensweise du vorschlägst aus linguistischer Sicht zum Einbezug nicht-binärer Menschen, insbesondere im Zusammenhang mit Pronomen. Pronomen, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, denn da haben wir ja einige echte generische Maskulina, ne? Wer kann man nicht in der femininen Form? Es muss eigentlich auch mit dem Maskulinum darauf Bezug genommen werden. Also ja, in entsprechenden Beispielen kann man das sehr leicht sehen. Das macht es sehr, sehr schwierig, diese Formen tatsächlich, wenn man so will, korrekt zu gendern. Man könnte höchst, was zunehmend anerkannt wird, ist auch mit seiner auch im Femininum darauf Bezug zu nehmen. Also es gibt den Beispielsatz, der findet sich auch im Buch. Wer möchte von seiner Schwangerschaft erzählen? Findet man heutzutage, also sinngemäß für solche Arten von Sätzen, wer möchte von ihrer Schwangerschaft erzählen? Das kann man häufiger inzwischen nachweisen, obwohl es grammatisch falsch ist, das muss man einfach sagen. Aber das zeigt eben, dass es hier eher auf der semantischen Ebene die Kongruenz hergestellt wird, nicht auf der grammatischen oder morphologischen Ebene. Und das ist, sagen wir mal, so eine nicht ganz so schöne Lösungsmöglichkeit. Grundsätzlich bleibt einem, wenn man das vermeiden will, wirklich nur übrig, umzuformulieren und eine der Möglichkeiten zu nutzen, die dafür angeboten werden, das zu umschreiben und auf eben die Pronomina zu verzichten. Ich habe das jetzt so verstanden. Ja, ich habe die Frage allerdings so verstanden, dass es tatsächlich um nicht-binäre Menschen geht. Also was ist sozusagen
In solchen Fällen, wo sich jemand nicht dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuordnet. Ich habe solche Fälle auch gehabt in Seminaren und so weiter, wo ich explizit gebeten worden bin, diese Person eben nicht mit Pronomina er, sie anzusprechen, zu adressieren, und fand das, habe plötzlich gemerkt, oh Gott, das wird auf einmal sehr, sehr schwer. Im Schriftlichen hat man immerhin noch die Chance, da selber zu planen, wie man dann jemanden adressiert, aber es ist schwierig. Aber hast du da eine... Nee, habe ich so nicht. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das zu umschreiben und so weiter. Und das hängt so ein bisschen auch von der Konstruktion ab, um die es dann wirklich auch ganz konkret geht. Es gibt natürlich ja auch in den Handreichungen auch Vorschläge, wie man das machen kann. Das ist alles nicht sehr befriedigend, weil wir in der sprachlichen Struktur nicht darauf eingestellt sind. Mhm. Und auch da eben den Genderstern zu verwenden, also beispielsweise jetzt bei dem Pronomen wer, bei dem Fragepronomen, würde das auf wer Stern oder sowas hinauslaufen. Wir haben ja gar keine feminine Form zwischen, wie wir das denn stellen könnten, ist ja auch nicht so richtig einleuchtend. Mhm. Ja? Und man kann es schon gar nicht irgendwie dann wiederum auch aussprechen. Also das ist ein Riesenlücke, die da noch ist, wo eigentlich von denjenigen, denen das ein besonderes Anliegen ist, gerade wenn es auch um diesen Bereich der Sprache geht, auch noch experimentiert wird. Und ich hoffe, dass sich hier auch so ein gewisser Usus auch für solche komplexen und schwierigen Probleme dann herauskristallisiert, dass man zumindest sagen kann, wenn ich es machen möchte, kann ich es zumindest so machen. Ja, vielleicht bräuchten wir da auch Neologismen, ja, er, sie oder sie, er oder so, wie es im Französischen schon teilweise zumindest in aktivistischen Kontexten praktiziert wird, wo IL, IL, also wenn man IL und L zusammenzieht, oder CELE oder sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das im Deutschen dann auch noch so weiterentwickelt wird. Aber das ist nur ein kleiner Kommentar. Ich bin eigentlich da, um die Fragen aus dem Publikum vorzulesen. Das möchte ich auch machen. Dorothee Beck fragt: Ich nehme wahr, dass in Museen, Galerien, kulturellen Einrichtungen, in verschiedenen Nachrichten, Medien und öffentlich-rechtlichen Sendern unterschiedliche Formen einer geschlechterbewussten Sprache praktiziert wird. Zugleich gibt es diesen von Ihnen beschriebenen Sprachkampf von rechts. Wie bewerten Sie diese Polarisierung? Diese Bewertung, diese Polarisierung, ja, die bewerte ich als einen Ausdruck eben dieser starken Gegensätze, die im Moment zu verzeichnen sind. Die verschiedenen Formen, die in der Frage angesprochen worden sind, in Bezug auf die tatsächliche Umsetzung einer gendergerechten, geschlechtergerechten Sprache, macht es eben auf dieser Seite ja auch ein bisschen schwierig, weil dort ja auch immer ein Diskurs mitschwingt, ist das die Art und Weise, die auch wirklich eingesetzt werden sollte? Ist es richtig, den Genderstern, den Gender Gap, den Doppelpunkt zu verwenden oder andere Formen von Umschreibungen einzusetzen? Und wenn man eben nicht diese Formen einsetzt, was bedeutet das eigentlich? Selbst wenn man in anderen Bereichen sich Mühe gibt, sozusagen durch Partizipialumschreibungen, durch Relativsatzumschreibungen und so weiter, entsprechende Bezeichnungen auch herzustellen. All das ist sehr aufgeladen und macht es eben sehr schwer, denke ich, auch hier eine Einvernehmlichkeit, momentan jedenfalls, irgendwie herzustellen. Vielleicht wird es die auch nicht geben. Ich glaube es eigentlich sogar definitiv, dass es sie nicht geben wird. Und im Grunde genommen läuft das denn auf eine Art zweite Beantwortung der Frage hinaus, nämlich die Bewertung dieser Wahrnehmung der verschiedenen Umsetzungen, die man wahrnehmen kann. Und eben natürlich auch in Medien die bewusste Nicht-Umsetzung derartiger sprachlicher Anliegen, die konsequente Verwendung des generischen Maskulinums beispielsweise und andere Dinge, die man finden kann, ist letzten Endes etwas, was wir aushalten müssen. Wir haben keine Instanz, die uns das in irgendeiner Weise, außer in vielleicht Institutionen, die uns so etwas für die offizielle Sprachverwendung vorschreiben können, aber selbst das ist ein bisschen umstritten und da wird es wahrscheinlich ein paar Grundsatzurteile in den nächsten Jahren zu geben. Aber ansonsten
haben wir keinerlei Institution, die uns da irgendwelche Vorgaben machen kann. Auch der Rechtschreibrat nicht. Der sagt nur, man könnte den Genderstern nutzen, aber man muss ihn ja nicht nutzen. Es geht ja nicht um das Gendern, sondern um das Zeichen Stern. Und insofern würde ich meinen, dass das allergrößte Anliegen von uns, für uns alle eigentlich sein müsste, die Widersprüche auszuhalten und letzten Endes auch aushalten zu lernen, das jeweils andere zu akzeptieren und damit umzugehen und es nicht zu sehr auch als einen ganz bestimmten Ausdruck für etwas Bestimmtes oder gegen etwas Bestimmtes wahrzunehmen. Ich glaube, da sollte man vielleicht lieber denn doch nochmal erstmal nachfragen und vielleicht ein Gespräch suchen, bevor man vielleicht eine solche Einordnung zu schnell vornimmt. Das hilft uns, glaube ich, allen nicht weiter, denn sonst zerfallen wir wirklich in ein tribalistisches eine tribalistische Gesellschaftsform, wo wir irgendwie überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen. Und das muss eigentlich verhindert werden. Ja, leuchtet mir ein, finde ich auch hochplausibel zu sagen, man muss mit Verunsicherung umgehen und Unsicherheit aushalten, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das eben auch so ein Punkt ist, der in dieser Debatte immer so wenig eine Rolle spielt, ne? Also die Möglichkeit der sprachlichen Verunsicherung und die vielleicht auch zu nutzen, um sich nochmal bewusst zu werden, was da eigentlich passiert, wenn wir sprachlich handeln. Ich habe hier nochmal den Kommentar von Juliette Wedel, Entschuldigung, die sozusagen bekräftigt das, was Jutta eben gesagt hat, dass sie oder er sie bereits in den Sprachhandlungen der Community etabliert sind. Ich finde das, glaube ich, deshalb problematisch, weil es immer noch bei dieser Binarität von sie und er bleibt, auch wenn durch das Gender-Sternchen da sozusagen eine Lücke auftaucht. Es gibt in dem Spiegel-Interview die Aussage von Nele Polacek, die sagt, Gendern ist leider sexistisch, Zitat, nur das Geschlecht wird immer angezeigt, damit machen wir es zur wichtigsten Identitätskategorie. Das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Einwand, aber auch da gibt es sozusagen etwas Unhintergehbares, dann bleibt wieder nur sozusagen, sich auf eine Form zu verlassen, die aber ja problematisch erscheint. Wir haben im Moment keine Fragen mehr im Chat, insofern könnten wir selber nochmal zuschlagen, Jutta. Obwohl wir haben auch schon 19:30, vielleicht nehmen wir nochmal so eine letzte Frage auf. Also wenn ich darf, stelle ich gerne noch eine. Ich habe noch ganz viele notiert, aber ja, also dann würde ich sie noch stellen. Sehr gerne. Ich möchte auch einmal das Buch, es ist ja Oh. ein Lesung, da möchte ich auch einmal das Buch in die Kamera halten und meine Frage an meinen allerersten Eindruck anschließen, den ich hatte, als ich es in der Buchhandlung in der Hand hielt. Und zwar, das Cover lässt ja die Farben schwarz und weiß wie zwei konfrontative Flächen aufeinandertreffen. Und Sie haben es eingangs selbst schon erwähnt, Sie verwenden ein recht martialisches Formular, also nicht nur im Titel, auch in den Überschriften. Da kommt dann noch Flammenwurf, Sprachschlachten, Schlachtfeld, Kampfverband, Aufmarschgebiet, Frontbesichtigung. Und eigentlich nimmt Wissenschaftler ja oft so eine Haltung ein, zu deeskalieren. Und von daher möchte ich Sie gerne fragen, was Sie dazu bewogen hat, selbst sprachlich auch doch recht aufzurüsten. Geht es Ihnen darum, auch mit Ihrer Wortwahl darauf hinzuweisen, dass die Situation, die politische Situation doch auch sehr ernst ist, also durch das Erstarken der neuen Rechten und wie sie Sprache ja, zu einem Kampfwerkzeug macht, wie Sie ja auch zum Schluss noch sagten. Oder ist da auch so ein bisschen ein Augenzwinkern dabei, mit dem Sie sagen, hier werden vielleicht auch ein bisschen zu schwere Geschütze aufgefahren. Und dann fahre ich mal noch schwerer auf, um zu zeigen, es geht ja doch nur um Sprache. Oder gibt es einen ganz anderen Grund dafür, dass Sie doch so was Konfrontatives gewählt haben? Ja, vielen Dank. Also angesichts der Tatsache, dass wir regelmäßig bei der Kriminalpolizei Anzeige erstatten wegen Drohungen, nicht nur wegen Beleidigungen, sondern wegen konkreter Drohungen nach irgendwelchen Beiträgen,
die wir gemacht haben aus dem Institut heraus, kann ich es jetzt auch nicht nur als reine Spielerei ansehen, muss ich ganz ehrlich sagen, diese sprachlichen Dinge. Wir haben ja auch eben schon mal ja über das gesprochen, was es eigentlich vielleicht dahinter steckt. Und ich bin eben der Meinung, dass wir tatsächlich mit solchen sprachlichen Auseinandersetzungen auch eine Menge in der Gesellschaft aushandeln. Es geht natürlich nicht nur darum, um die Sprache selbst, sondern es geht um diesen Aushandlungsprozess, in dem wir uns befinden. Und mir ist es eigentlich ein Anlass gewesen, ein Anliegen gewesen, wegzukommen von dem, so wie ich es eigentlich wahrgenommen hatte, jetzt in diesem Umfeld, auch von den Themen, zu denen ich mich so ein bisschen geäußert habe. Da gibt es sozusagen die Verrückten, die abgeknallte Gruppe, die da irgendetwas will und der Mehrheit, die das Hirn waschen möchte. Und es gibt die große Mehrheit auf der anderen Seite. Eigentlich möchte ich mit diesem Buch eine Polarisierung darstellen und in gewisser Weise vielleicht sogar auch ein bisschen zuspitzen, um klarzumachen, dass es sie gibt und dann in einem nächsten Schritt zu sagen, wie gehen wir damit um? Denn diese Polarisierung zu ignorieren, ist ein Erfolg derjenigen, die eigentlich sozusagen ihren Nutzen daraus ziehen. Und insofern muss man klar sagen, da sind Interessen da auf der einen Seite, es sind Interessen auf der anderen Seite, die prallen gegeneinander wie Schwarz und Weiß und zwei Armeen. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns um Frieden bemühen. Und wir müssen gucken, wie können wir zu einem Waffenstillstand kommen. Am Ende habe ich ja auch so ein paar, weite ich ja auch das Bildfeld in diese Richtung aus. Wie man also Richtung Waffenstillstand und Frieden kommen kann. Mit dem Frieden wird das jetzt so schnell, glaube ich, nichts werden, aber zumindest Waffenstillstand, der ja in Korea auch schon seit 60 oder 70 Jahren, glaube ich, hält und kein echter Frieden ist. Aber also das ist eigentlich mein Anliegen gewesen. Und insofern ist es vielleicht natürlich auch so ein bisschen so, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass diese Metapher irgendwie sich ganz gut so durchdeklinieren lässt. Und dann habe ich das auch vielleicht mal ein bisschen gebogen. In der einen oder anderen Rezension hat es auch mal gestanden, dass ich es auch ein bisschen vielleicht überdrehe. Aber das möge man mir als jemanden, der nie bei der Bundeswehr gedient hat, sondern Zivildienst gemacht hat und vermutlich eine unausgelebte Faszination für alles Militärische besitzt, nachsehen. Ja, danke, lieber Henning. Ich glaube, wir hätten noch, es sind jetzt auch noch mal im Chat Sachen gekommen, aber ich glaube, weil wir gesagt haben, dass das um 7:30 zu Ende ist, würden wir jetzt vermutlich doch Schluss machen, ne? Müssen. Und ja, ich hatte das vergessen, am Anfang zu sagen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet worden ist. Das heißt, das ist auch noch mal als YouTube-Video dann später verfügbar. Übers ZMI kann man dann darauf zugreifen. Henning, das war eine sehr, sehr schöne Lesung, ganz, ganz spannend, auch eine schöne Diskussion. Meine Freude hatte ihren Grund. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Veranstaltung mit dir jetzt hatten. Und ich wünsche allen einen wunderbaren Abend und sage zusammen mit Luther. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin, liebe Frau Hergenhahn. Vielen Dank allen, die mitdiskutiert haben und sich interessiert haben für das Thema. Das hat mich sehr gefreut, denn auch eine solche Buchvorstellung ist für mich etwas ganz Besonderes, muss ich sagen. In diesen Zeiten sowieso, aber auch sonst kommt das ganz selten nur mal vor. Insofern war das für mich auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ich bedanke mich sehr herzlich für die anregende Diskussion. Danke. Einen schönen Abend allen und vielen Dank. Tschüss. Tschüss.